So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overlord 2. Ganz genau. So, leider war in der letzten Folge so ein ganz schnöder Break. Aus dem Grunde, mir ist die Platte vollgelaufen. Mir so eine miese Session gemacht und nicht drauf geachtet. Ah, scheiße, da muss ein Break machen, sonst läuft die Platte voll. Ja, ich wollte diesen euren Endboss besiegen und naja. Ihr habt's gesehen, ich wollte ihn unbedingt töten. Ja, jetzt muss ich selber erstmal gucken, schon wieder ein paar Tage her. Man muss ja auch die Platte irgendwie leer kriegen. Tyrann von Nordberg, richtig. Ja, man muss die Platte ja irgendwie leer kriegen, also nebenbei gerendert und. Und jetzt ist das schon wieder ein paar Tage her. Und wir müssen mal schauen, wo wir denn stehen. Also wir sind beim Endkampf, das weiß ich. Ich hatte eben doch überlegt, ob ich ein paar Braune sammeln soll, aber nee. Da kriegen wir auch so hin. Denke ich, hoffe ich. Mal gucken. Sagen wir es mal so. Tja, ich weiß aber auch gar nicht mehr, wo ich, bei welcher Thematik ich das letzte Mal war. Ich weiß, ich wollte irgendwas erzählen. Ich bin mir nur nicht mehr so ganz sicher, was das war. Ganzen Tag habe ich es gewusst. Ja, was kann ich denn noch erzählen? Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass zwischendurch immer so ein paar Breaks gab hier bei Overlord. Das ist einfach ganz einfach dem geschuldet, dass ich wirklich nicht hinterhergekommen bin. Ich weiß nicht, ich habe das ja auch getwittert und das Video geschrieben, wo es immer so passiert ist. Zum Beispiel war bei der einen Aufnahmesession die Audiospur nicht kaputt. Das Problem ist, ich habe zwischendurch bin ich gegen das Mikrofon gekommen und ich habe quasi permanent reingeatmet und das ging gar nicht. Also das, was ihr da gehört habt, das ist 90% schon korrigiert. Es tut mir auch sehr leid, aber ich konnte nicht mehrere Stunden Audiospur nachsprechen. Und es war nicht mit Filtern... Nein! Verdammt. Es war nicht mit Filtern zu korrigieren, außer dass ich mich danach hätte angehört wie Daffy Duck. Also da ist auch ein Stück meiner Stimme mit weggegangen und geregelt worden. Mist. Wieder rein! Falsche Richtung. Ja, tut mir sehr leid und dann musste ich wirklich jede Minute der gesamten Audiospur, sagen wir mal, manuell nachbearbeiten. Ärgerlich, aber nützt ja nichts. Wollen ja fertig werden. Oh, guck mal, Steam Overlay, hatte ich lange nicht. Ja, wir müssen mal ganz kurz gucken, wo wir denn, wie wir denn da hinkommen. Ich weiß gar nicht, wo genau wir sind. Ich glaube, ich habe das letzte Mal... Oh, ja, so. Ich glaube, ich hatte das letzte Mal über zukünftige Projekte gesprochen, die ich so in Augenschein genommen hatte. Jetzt kribbelt natürlich wieder die Nase. Wir fangen ja auch gerade an, dann ist das ganz normal. Ja, ich nehme mal mehr Grüne mit. Ich glaube, die waren recht effektiv gegen das olle Monster. Ach, genau. Ja. Was ich sagen wollte, den Spieletitel, auf den ich nicht gekommen bin, das war Lord of the Fallen. Das wurde mir noch zur Verfügung gestellt. Aber ich krieg's nicht auf die nötige Detailgenauigkeit, um das Spiel, wie sagt man, zu würdigen? Also die Grafik auf höchster Qualität, die ist natürlich wirklich super. Kann man nicht anders sagen. Und so würde ich das auch gerne zeigen. Ihr seid es, Geißel der Natur. Florian. Ich bin aus dem Arena-Verlies entkommen. Eine Fee hat mir geholfen. Das haben wir doch alle schon gesehen. Wir werden diesen Baumfall los. Echt, muss ich jetzt den ganzen Part nochmal spielen? Ich habe das jetzt einfach mal kurz abgebrochen, auch wenn Florian der Hammer ist. Na, Florian. Ach du Scheiße, ich dachte, wir sind einfach beim Endboss wieder. So ein Dreck. Jetzt müssen wir seine ganze Verwandlung noch mal miterleben. Na gut, wir schnetzeln uns jetzt hier einfach mal durch und gucken uns das noch mal an.
Ja. Wie konnte man euch besiegen? War da irgendwas Besonderes? Keine Ahnung. Stellen wir die Roten hier hin. Ich gehe rein und die Grünen machen den Rest. Bespringt sie! Bespringt sie, hört sich auch gut. Wie kommt ihr das? Retzen, na los! Dafür seid ihr da. Ihr seid die Medics, komm schon! So, und? Haben wir draufgegangen? Oh, 4 Stück? Nee, Oh, 47 bis 50. 4 Stück, denn er hatte gut gezielt. Ich hoffte, das Turmherz eures Vorgängers würde mein Potenzial freisetzen. Deshalb versuchte ich vor Jahren, es zu stehlen. Ich wusste natürlich, dass es instabil würde und explodieren könnte. Oh, Florian, ey. Was soll ich nur mit dir machen? Naja gut, ich weiß, was ich mit dir mache, wenn ich mit dir fertig bin, aber, ne? Du kannst doch nicht reisen, ey. Du kannst doch nicht einfach mein Turmherz nehmen. Was ist das? Die unterdrückte Elfe. Die ungeliebte Elfe. Die, seht ihr, was dabei rauskommt? Ihr müsst Elfen lieben. Ich weiß gar nicht so genau, warum ich das jetzt hier mache. Brauchen wir noch Gold? Ich weiß es nicht. Aufwerten müssen wir nichts mehr. Das sind, glaube ich, nur noch die blauen und die grünen. Ich glaube, die konnte man noch aufwerten. Ich glaube, die grünen haben wir schon auf 3 und die blauen auch. Die Menschen fürchteten sich plötzlich vor Magie. Solarius machte sich ihre Furcht und ihren Hass zunutze. Und er schuf das prächtige Kaiserreich und ließ alle magischen Wesen läutern, die ihm im Weg waren. Ihr Menschen, in einer Gruppe seid ihr so leicht zu kontrollieren, wie ein großes Dunkel. Mensch, das Herdentier. So ist es, so ist es. Ja, ich habe so überlegt, worüber ich jetzt gerade noch ein bisschen schnacken soll. Ich habe überlegt über zukünftige Projekte. Das Problem ist, ich weiß, es müsste ja jetzt schon quasi auf dem Channel losgehen. Also schon schon hochgeladen sein und veröffentlicht. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, was ich sagen soll. Lieber gar nichts. Lasst euch überraschen oder seid überrascht geworden. Alles ist für den Aufstieg bereit. Die Menschheit wird noch lange von diesem Tag reden. Und sei doch still, Marius. Verzeiht, Lord. Oh nein. Man könnte meinen, du wolltest über die Welt herrschen. Können Florian. Wir fortfahren? Ich versichere dir, deine endgültige Auslöschung steht unmittelbar bevor. Wie du siehst, hat Florian durchaus seinen Nutzen. Durch Aber ihn konnte ich mit dir spielen. Wie hatten dir die ganze Zeit die Durch Ohren ihn versteckt? Konnte ich die Heiligtümer Stück für Stück von innen zerstören. Ich hoffe, du erkennst die wunderbare Ironie dieser Geschichte. Ich habe die Magie hier gesammelt, raffiniert und an meine Bürger verfüttert, bis sie gefügig und großzügig wurden. Alter. Natürlich habe ich ein wenig davon genascht. Ein wenig? Hier sind die Träume und Albträume der Menschen. Wo sind denn seine Ohren? Ihre Ängste und ihr Wille. Durch sie steige ich vom Elf zum Kaiser und zum Gott auf. Waren die vielleicht nur angeklebt, die Ohren? So siehst du viel besser aus, Florian. Alter, sieht auch echt mies aus. Genau. Wir mussten diese Beulen auf ihm drauf zerstören. Deswegen habe ich die Grünen mitgenommen. Ich erinnere mich, mein Lieben. So sieht's nämlich aus. Das Ding besteht aus reiner Magie. Und es verschlägt alles, was in dem Weg steht. Was haben wir denn hier? Habe ich das letzte Mal auch fein aufgemacht? Nee, ne? Ich glaube nicht. Wir sind auch nicht. Es ist nicht ein Brauner dazwischen. Das ist doch immer das Gleiche. So, ja, machen wir uns mal
Genau, wir brauchten die, blauen als Schutzschild. Denn wenn unsere Vasallen da reinrennen, ist ja bekanntlich Feierabend. Er ist wunderschön. Er ist wunderschön. Danke. Mein Gott, ist gar lieblich anzusehen. Für mich sieht er eher wie ein großer Rotzklumpen aus. Die magische Sie ist sauer geworden, Herr. Wie der Schleim in der... Lord, ihr seid gar lieblich anzusehen. Kann ich das nicht wegklicken? Und ich bin mir sicher... Das Ding ist wirklich hungrig. Vielleicht könntet ihr für ein wenig Essen auf Beinen sorgen. Alles klar. Damit es etwas langsamer wird. Gut, ihr seid quasi mein Futter. Der Futterersatz. Bitte lauft nicht in diese Grütze. Sondern... Diese Eiterrollen an ihm scheinen schwächer zu sein als der Reste. Greift sie mit euren grünen und roten an. Das mache ich nahe, gar kein Problem. Ach, jetzt dreht er sich auch so rum. Was soll denn das? Ich will auch die auf der anderen Seite vernichten. Ach, genau. Ich erinnere mich. Du bist ein Ärgernis für ihn. Hier war nämlich nichts, ne? Nur auf der anderen Seite. Warum dreht er sich denn immer links rum? Also ich schicke jetzt die ganze Zeit nur die Grünen drauf. Oh, komm schon. So, wie viel haben wir denn? Na, haben so gut wie nichts verloren. Sehr schön. Wir füllen auf. Nehmen noch ein bisschen Essen für ihn mit. Haben wir hier noch ein bisschen was? Da drüben. Ey, und der Werfungszauber ist schon mies schnell geworden. Also so ein paar Sekunden nur, zack. Weiß ich gar nicht. Ach nee, wenn ich die töte, dann kriege ich nichts. Ich muss Vasallen. Kann ich, quasi zum Regenerieren nutzen. Ach komm. Ich erinnere mich. Ja. Ihr seid mir sonst immer schon auf den Sack gegangen, wenn er mir im Weg steht. So. Genau. Und hier beim nächsten. Da bin ich doch immer drauf gegangen, weil irgendwo irgendwas rumsteht, was mich im Target hat. So, wir gucken mal. Deine Mama. Es ist wichtig, dass das Gleichgewicht erhalten bleibt. Ich glaube, sie will sagen, wenn eine Macht außer Kontrolle gerät, muss eine andere Macht sie aufhalten. Das ist richtig, aber dann ist ja die andere Macht. Ohne Dunkelheit gibt es kein überwiegend. Licht. Und diese Dunkelheit seid ihr, Meister. Was ist er? Dunkel bekämpft hier dunkel? Alter, da sind sie. Diese vermaledeiten, dreckigen Bogenschützen. Hinter seiner Aggression steckt nur Furcht. Was soll das denn heißen? Ich fürchte mich nicht. So, haben wir jetzt die die tollen Bogenschützen. Was? Ach so! Ihr seid laufendes Futter. Ich dachte, was prügelt der denn? Räumt mal bitte den Schleim weg. Diese armen Menschen. Hoffentlich funktioniert es. Ja, bestimmt. Aber zuerst... Da hinten. Ich hab doch was auf meine... auf meine Rüstung eindreschen hören. Haben wir sie? Sehr geil. Machen wir den hier noch. So, ja, ich habe jetzt einfach mal die Roten da oben hingestellt, in der Hoffnung, dass sie überall rankommen. Er ist ein Gott! Liebe ihn! Er ist ein riesiger Klumpen Scheiße, der sehr schräg aussieht. Ich habe so das Gefühl, die kommen da nicht hoch. Die Herrschaften. Ihr müsst ihn töten.
Er segnet uns mit seinen göttlichen Ergüssen. Ja, wir müssen ihn töten, das ist richtig. Ich würde ihn ja auch gerne töten. Oh, das, ja. Was natürlich auch keine schlechte Idee ist. Gegen ihn bist du ein Nicht. Ja, das sehen wir gleich. So. Keiner hält ihn auf. Ich versuche diese Blubberblasen. Nennen wir sie mal. Ich komme da nicht ran. Okay. Hinter seiner Aggression steckt nur Furcht. Diene ihm! Fall vor ihm auf die Knie und bitte ihn um Vergebung! So weit wird es nicht kommen, mein Freund. Wo ist denn bitte... Du bist Ungeziefer für ihn! Wieso kann ich denn diese Blubberblase da oben nicht richtig anvisieren? Ich bin ja schon froh, dass wir jetzt hier nicht permanent draufgehen. Ha! Erwischt die letzte. Die war so ganz komisch in der Mitte. Aber wahrscheinlich musste man da echt nur mit der... nur mit den Fernkämpfern, also mit den Roten drauf. Also ich habe versucht, die ganze Zeit nur mit den Grünen anzugreifen. Warum blitzen denn eure Köpfe gar nicht? Er ist ein Gott! Liebe ihn! Komisch, normalerweise blitzen doch die Köpfe. Von dem so ganz strange. Buggy! Ach mein Gott, man muss dem Oldschool Game auch echt ein bisschen was... Naja, ein bisschen mehr verzeihen. Das war damals so. Heute darfst du ja nicht... Die Zeit ist gekommen, Lord. Belohnt mich. Ich will wie ihr sein. Hoffentlich werden die beiden glücklich. Ah, sie sind miteinander vereint. Wählt eine andere Taktik, damit eure Schergen ihn angreifen können. Mal gucken. Also hier waren wir ja noch nicht. Wir sind ein bisschen weitergekommen. Yay, Freu. So, die Blauen. Die laufen einem, die schicke ich jetzt quasi einmal durch. Den Rotz da unter ihm wegräumen. Achso, mal gucken. So, Blaue durchschicken. Jetzt schicke ich die Blauen immer hin und her. So, kommt mal zurück. Wir müssen... Ach hey. Ah ja. Jetzt wissen wir, dass das Ding wirklich alles gefressen hat. What the? Es sind Wichtel. Scheiße. Ich brauche mehr Grüne. Und vor allem mehr Blaue. So ein Scheiß. Na komm. Jetzt. Ja, man muss doch mal ein bisschen sachte sein. Verzeihung. So. Ja, wie gesagt, wir müssen diesen Scheiß hier wegräumen. Sonst verwandeln sich wirklich alle unsere Leute. Braune habe ich doch gar nicht. In solche Viecher hier. So ein Scheiß, ey. Was? Ach so, oh Mist. Ich dachte, ich könnte jetzt diese... Es geht, glaube ich, darum, dass wir die eine Beule da direkt auf seinen Kopf zerstören. Und das geht, glaube ich, nur, wenn ich hier stehe. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Weiß ich nicht, muss ich mich hier hinstellen, damit das funktioniert?
Ein Einhorn. Ach du. Ha, mach ich selber. Seht ihr? Nein, wie ich diese Ponys hasse. Geschafft. Yes. Nimm das, Florian. Oh. Ausgekotzt. What the fuck? Florian ist raus? Und... Aus dem Körper des Biestes wurde ich wiedergeboren. Bald werde ich zur wahren Gottheit aufsteigen. Hell, solange er so schön göttlich ist, könnt ihr seine Energie mit eurem Verderbtheitszauber aussaugen. Es lag nahe. Gut, dass ich dich habe. So hätte ich sein sollen, Sterbliche. Die Welt hat einen Fehler korrigiert. Jemand ist aufgewacht. Und jetzt? Ach du Scheiße, das ist jetzt hier so, wieder so ein Endlos-Ding, ja? Jetzt muss ich ihn da wieder... Ich bin aufgestiegen. Die Welt soll sich vor mir verneigen. Oder der wurde doch gerade wieder aufgegessen, oder nicht? Lasst mein göttliches Licht auf euch scheinen. Ist da jetzt noch eine? Ich weiß es nicht. Ich bin etwas unschlüssig. Ich werde euch alle wie nutzloses Ungeziefer zermalmen. Oh, Mist. Er ist wach. Ja, ich bin da. Ach, Mist. So, und jetzt... Oh, das Ganze jetzt nochmal. Ja, ich muss sagen... Kreativ ist jetzt ein bisschen anders. Aber was soll's denn? Ich bin ja schon froh, dass wir wissen, wie es funktioniert. So hätte ich sein sollen, oh mein. Sterbliche. Die Welt hat einen Fehler korrigiert. Achso, na toll. Ja, steh auf. Ich bin aufgestiegen. Erwischt, Alter. Oh, die Keule ist so overpowered. Verzeih das Räuspern, ich muss echt mal was trinken. Lasst mein göttliches Aber so ist das doch immer. Man fängt mit der Aufnahme an und schon ist irgendwas. Ich werde euch alle Alter, dauert das lange, ey. Wir haben den Verderbtheitszauber auf Maximum. Schauen wir mal. So. Na, wo sind die neuen Beulen? Da sind sie. Ja, schön mal den Eiter ausdrücken. Ich errichte eine neue Welt. Irgendwas spuckt da aus. Attacke. Oh, ein Vasallen spuckt da aus. Kavusch. So hätte ich sein sollen, Sterbliche. Die Welt hat einen Fehler. Leute, wenn ihr selber zockt, ohne Scheiß. Holt euch diese scheiß Waffe. Ich bin aufgestiegen. Die Welt soll sich vor mir verneigen. Weiß ich nicht. Vielleicht helfen ja die Vasallen ein bisschen. Die hauen auf ihn ein, aber ich weiß nicht, ob es was bringt. Jemand ist aufgewacht. Komm. Ach so. Ja, geht gar nicht mehr. Sobald das Vieh aufwacht und ihn wieder futtert. Hat sich das Vieh gerade selber geschlagen? Ich werde euch alle wie nutzloses Ungeziefer zermalmen. Ist klar, Florian. So, hier, das ist wieder meiner. Oh, schön, haben sie alle gleich mitgeholfen. So, komm da mal raus, Florian. Wir müssen uns mal ganz kurz über deine Noten unterhalten. Hätte ich sein sollen, Sterbliche. Die Welt so, hat einen am Fehler Boden. Korrigiert. Ich korrigiere hier den Fehler. Das ist mein Aufstieg. Ich steige auf. Ich werde die Welt umarmen. Was fand da gerade? Der große Schleim? Oder alternativ einfach im Schlamm versinken.
Und so endet es. Der Kreis schließt sich. Ich hoffe, ihr wartet nicht, dass ich hier aufräume. Männer sorgen immer und überall für Unordnung. Sehr schön, sehr schön. Und so kam das prächtige Kaiserreich zu Fall und endete, wie es so häufig geschieht, in einer Schlammpfütze. Ein neues Zeitalter begann, geboren aus Zerstörung und Domination, dieser Fehler. Unwiderstehlichen Mischung. Achso. Alkohol drin. Sehr cool. Und der Meister lebt in Harmonie mit den Mätressen. Aber vielleicht findet auch seine dunkle Macht einmal ein Ende. Niemals. Denn viele versuchen, einen Overlord zu stürzen. Manche kommen aus den dunkelsten Gruben und manche aus den hellsten Städten. Während andere nur warten, bis ihre Zeit kommt. Das Böse, es findet immer einen Weg. Gnall, du alter Lump. Sehr, sehr geiles Outro. Ohne Scheiß. Ich hoffe, ich... Innerlich hoffe ich natürlich echt, dass es irgendwann einen dritten Teil noch gibt. Dass das Spielprinzip mal einer aufgreift. Ja, das war jetzt gar nicht so eine lange Folge, muss ich ja mal sagen. Ich dachte, da wäre noch ein bisschen Content dahinter. Ein bisschen schräg. Muss ich ehrlich sagen. Direkt davor läuft mir eine Platte voll. Muss man aber ein ernstes Wort mit dem Aufnahmeprogramm reden. Das geht so nicht. Jetzt habe ich tagelang gewartet und gerendert und geschnitten und bearbeitet. Auch diese wunderschöne Tonspur, die hat mich wirklich mehr als ein, zwei Nerven gekostet. Jede Minute gecuttet, hingeschrieben und gemutet, also bestimmte Sachen rausgeschnitten. Und Let's Player unter euch. Was soll ich da sagen? Das, was man selbst gesagt hat, sich noch und noch mal anzuhören. So erbärmlich. Ich weiß ja schon, was er sagen wird. Veröffentlicht von Codemasters. Ach Mensch, hier sehen wir die ganzen wunderbaren Mitarbeiter. Technik, Leitung. QS Management. Im Hintergrund das schöne Bearbeitungsprogramm. So sieht, wie soll man sagen, das Ganze ohne Texturen aus. Für Leute, die das noch nicht gesehen haben. An sich eine coole Kamerafahrt. Ich hätte jetzt gesagt, ein bisschen mehr Content. Naja. Ach du Scheiße, der Kampf mit der Spinne. Wie geht's? Da hätten sie aber ein bisschen mehr reinmachen können bei diesem Outro. Aber sehr geil. Also ich feiere dieses Spiel richtig, richtig. Also es hat unglaublich viel Spaß gemacht, das zu zocken. Wie gesagt, ich bin jetzt dabei gewesen. Ich habe tatsächlich den ersten Teil schon auf HD gekriegt. Den werden wir auf jeden Fall noch hinterher schieben. Und weil das hat, der hier hat nicht, das hat mir so viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu zocken. Wirklich, weil es immer so schön sarkastisch, fieser Humor und man spielt wirklich mal den Bösen. Das lässt sich so wirklich ein bisschen abzählen, sagen wir es mal so. Ich spiele ziemlich oft den Bösen. Bei der Spielauswahl, die ich jetzt da noch so stehen habe. Die als nächstes kommen werden, weiß ich ja noch nicht. Ich glaube, da spielt man auch überall den Bösen. Seltsam. Ah, der Florian. Der war mit der schönste Charakter. Aber ich bin mir sicher, der konnte seinen Namen tanzen. Da bin ich. Mein Gott. Es ist unglaublich beeindruckend, wie viele Menschen dahinter stehen. Und das produzieren.
dass das alles so klappt. Wie viele Teams das sind. Copyright 2009. Alle Rechte vorbehalten. Ja. Vorbehalten. Ja, wisst ihr Bescheid? Lizenzen. Und wenn ihr Let's Plays macht, Kollegen, immer schön fragen. Den Publisher, ob er das machen dürft. Schriftnamen werden das Wort. Also, ja, aha. Nebenwirkungen. Alles klar. Ja, oh Mann. Die Schergen. Auch wunderschön gemacht, muss man sagen, die Idee mit den Schergen. Und wir sind wieder im Anfangsbildschirm. Oh Mann, was für eine Story, was für ein Fight. Ja. Also, unglaublich schönes Game. Also ich muss sagen, wow. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Story so lang wird, dass man da, also ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind, bei wie vielen Folgen, über 50? Hätte ich nicht mit gerechnet, hätte ich doch nur ein bisschen Overlord zocken, hier so ein paar Menschen fastgelaufen und dann haben wir das. Oh, auch richtig nice, diese Animation. Mit dem Strahl nach unten. Oder ist das der Strahl nach... Nee, doch, ist nach unten. Ich habe dieses Spiel wirklich genossen, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid auch bei den anderen Projekten wieder so mit dabei. Ich freue mich auf weitere Videos mit euch. Mehr Kommentare, hätte ich fast gesagt, also mehr Kommunikation. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich danke euch, ja, fürs Zusehen, dass ihr immer so viel kommentiert und dass es euch gefällt. Zumindest lese ich das da immer so raus. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Game, im nächsten Video. Bis dahin, macht es gut. Mit bestem Dank, euer Midnight. Ciao. Evil always finds a way.